Also die erste Frage. Warum bist du Schauspieler geworden? Ich wollte auf der Bühne stehen oder besser gesagt halt auch irgendwie, ich hatte Lust, einen Menschen, den ich jetzt nicht bin, zu verkörpern, eine Rolle zu verkörpern, einen Charakter zu verkörpern. Und ich fand es immer interessant, in Rollen reinzuschlüpfen. Ist Schauspieler schwer für dich? Es kommt drauf an, wie man sich anstrengt, würde ich jetzt sagen. Ob es jetzt eine schwere Rolle ist oder ob es halt eine einfache Rolle ist. Ich glaube, alle Rollen sind gleich schwer, weil man hat immer irgendwas, wo man sich halt beschäftigen will und machen will und eine Schwierigkeit haben will. Und ich würde sagen, ja, es ist schon anstrengend, es beansprucht schon was. Was ist das Schönste an deinem Beruf? Dass ich neue Menschen kennenlernen darf. Dass ich immer mit verschiedenen Menschen unterwegs bin, mit verschiedenen Menschen agieren kann und deren Leidenschaften kennenzulernen und was auch immer alles und es schön Menschen kennenzulernen und ich liebe das. Waren die Proben an diesem Theaterstück schwierig? Ja, zunächst mal die Konzentration auch immer hochzuhalten für mich, aber wenn du das Stück nachher siehst, wird man glauben, es wird für mich wohl nicht so anstrengend sein, aber es war schon irgendwie eine Anstrengung dabei, weil man halt auch wirklich wenig was macht, aber dann halt auch wieder was viel macht. Also man ist mit der Gruppe immer gemeinsam zusammen und man muss zusammen durchgehen. Ja. Okay. Was war dein schönste Erlebnis bei den Proben? Ein Erlebnis war schön für mich, weil wir hatten eine Pause gemacht bei der Probe und das war Julians Geburtstag. Da haben wir halt für ihn eine Torte gekauft unser Regieassistent und wir haben dann alle gemeinsam was gegessen und waren auch nochmal zusammen und haben dann nochmal innegehalten und kurz für 20 Minuten Geburtstag gegessen und und es war ein schöner Moment. Welche Rolle würdest du gerne spielen? Kommen immer sehr viele Rollen für mich, die ich gerne spielen würde. Zum Beispiel, ich liebe Star Wars. Ich würde gerne mal so einen Jedi-Meister spielen. Mit einem Laserschwert oder was auch immer. Oder was ich auch gerne mal spielen würde, wäre ein Bösewicht. Mit wem würdest du gerne mal spielen? So aktuell von den Schauspielern glaube ich. Ich nehme jetzt einfach mal eine ganz große, bekannten Schauspieler, Tom Hardy. Okay. Dann danke für den Gespräch. Gerne, danke auch.